Der erste Eindruck, der erste Kontakt zählt. In Bad Düben ist das nicht anders. Hier kann sich der Gast Tipps und Anregungen direkt am Ortseingang in der Touristinformation holen. Für jeden Geschmack und jeden Gast das Richtige, das individuell Passende finden, das zeichnet die Mitarbeiter hier aus. Besonders beliebt sind dabei in Nordsachsen die Radtouren. Wir haben Leute, denen sieht man es gar nicht an, aber die brauchen eine Tour für 120 Kilometer. Alles ist machbar und wir haben die Ideen dafür. Dabei haben sich die Mitarbeiter der Touristinformation gerade für Eltern mit Kindern etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es gibt eine Beratungsecke extra für Kinder und natürlich, wenn die Eltern etwas länger brauchen, sich auszusuchen, was sie gern machen möchten, haben wir hier eine Kinderüberraschungskiste, die allerlei Lustiges und Interessantes bereithält. Den Gast immer wieder überraschen und ihm vor allem helfen. Das wollen die Mitarbeiter der Touristinformation. Beweis dafür ist auch das Siegel für zertifizierte Servicequalität. Zur Verbesserung der eigenen Arbeit wird auch der touristische Verbund mit anderen Städten der Region genutzt. Gutes Beispiel sind die letzten Schulungsfahrten, die der Leipzig Tourismus Marketing GmbH gestaltet hat, wo wir auf der einen Seite Gastgeber waren und wir wiederum haben uns an anderen Orten Inspiration geholt oder gesehen, was dort gemacht wird. Aber auch außerhalb der Arbeit schauen die Mitarbeiter in anderen touristischen Regionen bei den Kollegen vorbei. Na klar, das ist immer der erste Gang. Gucken, was machen die anderen, sich einfach umschauen. Und ich weiß ja, wie es ist, die beste Information gibt es erstmal in der TI. In der in Bad Düben gibt es zudem eine große Ausstellung zur Dübener Heide. Sie rundet das Angebot sozusagen ab. Hinzu kommen auch regionale Produkte, um den Tourist gezielt in die Innenstadt zu locken. Im Vordergrund steht aber vor allem der besondere, der persönliche Tipp, so wie bei einer Radgruppe, die hier vorbeischaute und sich beraten ließ. Offensichtlich haben wir genau das Richtige getroffen, denn auf dem Weg zur Beratung kamen sie gerade angeradelt über den Marktplatz, sind gleich vom Fahrrad gesprungen. Das war super, sie haben uns genau das Richtige empfohlen. Und dann ist alles wunderbar. So soll es sein.